Also der Weckruf ist ein Versuch, die Partei vor einer Spaltung, vor einer Abspaltung zu bewahren. Es gibt eine Unzufriedenheit im moderat-liberal-konservativen Teil der Partei mit Äußerungen, die teilweise von führenden Parteifunktionären sehr viel stärker aber noch in Teilen der Basis gemacht worden sind, die die AfD eher erscheinen lassen als eine Art Protest- und Wutbürgerpartei. Das ist nicht die AfD, die wir einst gegründet haben. Die AfD war immer eine Partei aus der Mitte der Gesellschaft, in der Bürger sachlich und vernunftorientiert Lösungsvorschläge für drängende gesellschaftliche Probleme machen wollten. Also im Bereich des Euros und Europas, im Bereich der Zuwanderung und der Integration, im Bereich der Bildungspolitik, im Bereich der Energiepolitik und Ähnliches. Und das hat sich in letzter Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der parteiinternen Wahrnehmung sehr stark verengt auf Themen, in denen zum Teil wirklich Sensibilität erforderlich ist, also insbesondere diese Themen Zuwanderung, Islam, Integration, die können nicht mit bloßen Parolen gelöst werden. Es gibt da große Probleme, die müssen benannt werden, aber man muss das auch in einer solchen Art und Weise tun, dass das nicht irgendwie als aufbauschend oder als gar hetzerisch empfunden wird. Und dafür wollen wir Sorge tragen und wollen den Mitgliedern, die dort falsche Entwicklungen befürchten, klar machen, dass auch wir, also die Parteifunktionäre, die diesen Weckruf unterstützt haben, und das sind ja sehr, sehr viele, genau dieselben Bedenken haben und die Mitglieder dort nicht alleine lassen werden. Aber besteht nicht dem neuen Verein innerhalb einer Partei nicht auch die Gefahr, dass die Partei dann vollends gespalten wird und letztlich auseinanderbricht? Also im Augenblick besteht und bestand die Gefahr, dass die Partei einen wesentlichen Teil ihrer Mitgliedschaft verliert, weil sich Mitglieder zurückziehen, weil sie resignieren, weil sie den Eindruck haben, dass ein falscher Zungenschlag in die AfD-Programmatik hineinkommt und in die Äußerungen von Parteivertretern hineinkommt. Und genau dieser Tendenz wollen wir wehren. Wir wollen auch die breite Parteibasis, die sich oft nicht darüber im Klaren ist, was in manchen Facebook-Gruppen oder in manchen Veranstaltungen an Ansichten geäußert wird, klar machen, dass die AfD für eine sachliche und vernunftorientierte Form der Politik steht und dass das bloße Protestgehabe nicht Teil unseres politischen Stils ist. Hallo, mit diesem Weckruf legen Sie einen Rechtsruck in der Partei ab. Aber inwiefern sind Sie in Ihrer Rhetorik, vor allem an der Anfangsphase der Partei, nicht selbst mitverantwortlich für diese rechte Ausrichtung der Partei? Also zunächst mal halte ich diese schematische Darstellung, dass es irgendwie einen Kampf gegen rechts, für viel zu eindimensional. Es geht hier um eine Vielzahl von Themen und manche sind überhaupt nicht in diesem Rechts-Links-Schema gut zu verorten. Es gibt zum Beispiel auch, sagen wir mal, Äußerungen, die sehr stark antiamerikanisch gefärbt sind, was ich jetzt nicht unbedingt für ein Spezifikum von rechts halten würde. Ich glaube auch nicht, dass ich in irgendeiner Form jemals am rechten Rand gefischt hätte, wie die Medien das immer berichtet haben, sondern wir haben versucht, den Finger in die Wunden zu legen bei wichtigen gesellschaftlichen Problemen und zu denen gehörte nun mal auch das Thema Zuwanderung. Aber wir haben es immer in der Form getan, in der ich auch heute noch dafür stehe, dass wir sagen, wir wollen eine gesteuerte Zuwanderung haben nach dem kanadischen Vorbild, also danach, dass wir Zuwanderung erlauben nach Schulausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnissen, Bekenntnis zu unserem Staat, zu unserem Grundgesetz und ähnlichen Kriterien. Sozusagen Eigenschaften, die Menschen erwerben können, aber nicht angeborene Eigenschaften. Herr Lucke, woran machen Sie fest, ob Ihre Initiative am Ende erfolgreich ist und was passiert, wenn dieser Versuch, die Partei zu verändern, scheitert? Nun, ich mache den Erfolg der Initiative natürlich daran fest, dass zum einen die Parteibasis in der Tat sich des Problems bewusst wird. Ich glaube, dass das in weiten Teilen der Parteibasis bis gestern noch nicht wirklich so anerkannt war, dass wir dieses Problem haben. Und ich glaube, da ist uns ein gewisses Aufrütteln gelungen. Und der Erfolg
würde natürlich sich darin niederschlagen, dass wir die AfD zusammenhalten können in dem Bewusstsein, dass sie die konstruktive, sachlich arbeitende, vernunftorientierte Partei ist, als diese gegründet worden ist und nicht zu einer bloßen Protestpartei degeneriert.